Oh, moin, moin. Wir haben heute den 3. April und ich bin hier am Bahnhof Beaucaire Chaussee. Heute ist ja auch der erste Tag der Vollsperrung auf der S2, die ja bis zum 8.3. andauert. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt im Moment dieses Stützgerüst auch über die S2 im Bau. Der Kran, jener welcher das macht, steht hier hinten und wartet jetzt auf den nächsten LKW, der hier mit Brückenträgern ankommt. Ja, hier hat man jetzt auf jeden Fall schon die Seitenkonsole links am Pfeiler, also auf der Lankwitzer Seite, aufgebaut und die ersten Brückenträger sind jetzt auch schon oben drüber. Ja, und jetzt wartet man halt auf die nächsten LKWs. So, hier habt ihr dann nochmal einen Blick auf den Kran, der hier steht. Und ja, wie gesagt, die Brückenträger sehe ich gerade. Die liegen hier vorne vor, die also da noch rüber verlegt werden müssen. Aber im Moment wartet man auf irgendeinen LKW. So, das ist jetzt ein Blick Richtung Schichauweg. Ja, und Richtung Schichauweg könnt ihr auch erkennen, sind auf dieser vorbereiteten Fernbahntrasse, also wo schon die Grundlage Schotter drauf lag, mittlerweile auch die ersten Betonschwellen verlegt worden. Das könnt ihr dort im Bereich sehen, wo der Bagger vor diesem weißen Band da steht. Da sind also jetzt die ersten Schienen verlegt worden, beziehungsweise die ersten Schwellen erstmal. Und da hat jetzt also auch der Aufbau der Fernbahntrasse begonnen. Das ist auch gut so, das heißt also ein weiteres Stück, was im Aufbau inbegriffen ist. So, und wie es bei Max und Moritz immer so schön heißt, schwuppdiwupp, im hohen Bogen wird das nächste Huhn schon hochgezogen. So ist es jetzt auch hier mit den Trägern. Der nächste Träger ist oben auf dem Gerüst, der wird jetzt nur noch mit dem Kran so ein bisschen seitlich verfahren, dass er dann dahin kommt, wo er hin soll. Und die Kollegen in der Hebebühne dort, die schlagen den Träger dann ab. Ich denke, meine andere Aufgabe werden die nicht haben, außer dass die nachher mit der Hebebühne noch unten den Personenfangschutz, also dieses Netz darunter installieren. Aber das wird ja nur hier gebraucht, solange bis das Brückendeck noch nicht drauf ist. So, ja, das war es dann erstmal hier von der Beaucaire Chaussee und nächste Haltestelle für mich ist dann der Karmenzer Damm. So, hier bin ich jetzt am Karmenzer Damm. Ja, hier hat sich, wie ihr sehen könnt, noch nichts getan. Die Weiche zum Tanklager liegt noch drin, aber ich gehe mal davon aus, man will sich noch die Option offen halten, auf dem Gleis mit irgendwelchen Arbeitszügen zu fahren. Hier ist ja diese Überleitstelle vom einen S-Bahn-Gleis ins andere gewesen, über das ja jetzt immer die S-Bahn fahren, weil das linke der S-Bahn-Gleise ist ja vorne an der Teltow-Kanalbrücke bzw. respektiv danach die Brücke Attila-Straße gesperrt.
So, und die Attila-Straße, das wird gleich meine nächste Haltestelle sein, wenn ich euch das noch drüben von der anderen Seite gezeigt habe. So, und so sieht es jetzt Richtung Marienfelde aus. Wie ihr sehen könnt, hinten, wo der Sand etwas heller ist, das dürfte jetzt fast mit die letzten Schichten Sandfüllung sein, bevor die PSS dort reinkommt, um dann anschließend mit dem Gleisaufbau dort beginnen zu können. Wenn ich jetzt hier mal kleiner mache, hier vorne hat sich dann weiter auch nichts getan. Ja, und Arbeitszüge sind hier in dem Bereich ebenso wenig zu erkennen wie irgendwelche Züge, die hier noch im Tanklager drinne stehen. So, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal von hier. Und jetzt geht es nochmal zur Attila-Straße. So, hier bin ich jetzt an der Attila-Straße, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und das ist Blickrichtung Teltow-Kanal. Die Teltow-Kanalbrücke könnt ihr ja da sehen. Die Form des Kleiderbügels und der Zwei-Wege-Bagger mit seiner Lore, der hat im Moment hier diese Betonplatten geladen, die praktisch ja unten von den Fundamentrohren aus nach oben geht, bevor dann diese Lärmschutzwandelemente dort drauf gebaut werden. Ja, also ist man hier auch noch nicht so weit und des Weiteren kann ich euch hier im Bereich der Attila-Straße Folgendes zeigen. Schaut mal, wie weit jetzt das Brückenwiderlager hier auf der Südseite der Attila-Straße abgerissen wurde. Also ich hatte gedacht, man lässt einen Teil stehen und baut dann so eine Art Betonbalken oben drüber und darauf dann das neue Widerlager, aber anscheinend macht man das Ganze doch anders. Aber nun gut, da unten in der Baugrube die beiden Kollegen mit dem Minibagger und der eine, der da steht, die haben auch schon so eine Richtschnur gespannt, also gehe ich mal davon aus, dass das da unten dann ja, dann endgültig die Baugrenzung, die Baugrubenbegrenzung nach unten hin ist und dass man ab da dann wieder anfängt aufzubauen. Ja, und der Bagger dort, der schafft den Erdaushub in die Lastwagen dort rein. Ja, und dann wird das Ganze irgendwohin abgefahren, wohin auch immer. So, und hier bin ich jetzt am Bahnsteigende von der Attila-Straße. Es ist jetzt Blickrichtung auf den doppelten Gleiswechsel bzw. die Abzweigstelle Richtung Tempelhof-Güterbahnhof. Ja, und hier tut sich auch weiter erstmal nichts. Firma Spitzke steht zwar mit 3 Autos da, aber was die Kollegen dort vorhaben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe mal davon aus, dass wenn die diesen Abzweig hier auflösen, dass die das erst zum Wochenende machen, um sich die Option mit irgendwelchen Arbeitszügen hier noch für den Rest der Woche offen halten. Ja, ich gehe mal davon aus, dass garantiert noch was runtergefahren wird Richtung Buckower Chaussee, weil da ja die Gleisbauarbeiten angelaufen sind. Also kann man davon ausgehen, dass da sicherlich während der Sperrpause jetzt nochmal ein Schwellen- oder ein Schienenzug hinfahren wird. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß ich nicht. Ja, das war es jetzt erstmal von mir hier von der Dresdner Bahn. Gehabt euch wohl. Bis demnächst in diesem Kino. So, moin moin. Heute ist Freitag, 5. April. Ja, ich bin hier an der Buckower Chaussee und wie ihr sehen könnt, die Träger sind alle drin. Und die Arbeiter sind im Moment dabei und bauen das Brückendeck auf.
Ein Teil der Verschalung liegt schon. Das Absturznetz unten konnte abgebaut werden, weil man ja die erste Lage des Schalungsholzes schon auf die Träger gelegt hat. Somit ist also ein Absturzschutz gegeben. Jedenfalls auf der Seite, wo man arbeitet, nach vorne natürlich noch nicht. Da kommt noch so ein Geländer dran, aber das wird, denke ich mal, sicherlich jetzt an diesem Wochenende weiter erfolgen. Somit ist also ja mit dem Brückenschluss hier über die S-Bahn auch begonnen worden. Und hier wird sicherlich auch am Wochenende dann an der Verschalungskonstruktion dann hier weitergearbeitet. So, dass man dann demnächst sicherlich auch mit dem Betonieren dann anfangen kann. Ja, was hat sich noch Neues getan? Dort am stadteinwärts führenden Bahnsteig hat man jetzt hier so eine Art Gartenzaun gebaut. Hängt aber sicherlich damit zusammen, dass die Bauarbeiter hoch auf die Brücke kommen und nicht, wenn sie irgendwas tragen, aus Versehen in den Lichtraum der Bahn rinkommen oder halt aus Versehen aufs S-Bahn-Gleis treten und dann Zug bekommen. Ja, so sieht es jetzt hier an der Buckower Chaussee aus. Ich zeige euch jetzt nochmal einen Blick von oben Richtung Schiechauweg, weil da hatte man ja am Montag angefangen mit dem Aufbau der Fernbahngleise und da gucke ich gleich mal, wie weit es dort ist. So, und das ist jetzt hier Buckower Chaussee, ein Blick Richtung Süden, also Richtung Schiechauweg. Ja, und wie ihr im Vergleich zur vorherigen Aufnahme sehen konntet, das Fernbahngleis Berlin-Südkreuz Richtung Dresden dürfte also fast jetzt schon den Schiechauweg, den S-Bahnhof erreicht haben. Somit kann man jetzt wirklich sagen, auch hier beginnt der Gleisbau. Ja, und dann denke ich mal, wird sicherlich auf gesamten Stück spätestens zum Jahresende dann auch der Gleisbau, denke ich mal, so weit sein, dass zumindest Bauzüge von Südkreuz nach Blankenfelde fahren können. Ja, ich meine, viel ist hier ja dann sicherlich jetzt nicht mehr zu tun, aber das geht ja jetzt hier auch voran, wenn hier schon die Gleisbauarbeiten beginnen. Zwischen Schiechauweg und Lichtenrade an der Antivibrations- und Schallschutzwanne, da fehlen circa noch, ne, ich würde mal sagen, 400, 500 Meter. Dann ist die Wanne dort auch fertig. Ja, und dann wartet natürlich alles, dass auch der Lückenschluss in Lichtenrade dann folgen kann, sodass da dann auch die Gleisbauarbeiten losgehen können. Ja, wie gesagt, das war es jetzt erstmal hier von der Buckower Chaussee. Und nächste Haltestelle für mich ist dann der Kamenzer Damm. So, und hier oben bin ich am Kamenzer Damm. Ja, und wie ihr sehen könnt, gibt es hier nichts zu sehen. Hier hat sich wieder erwartend doch nichts getan. Also gehe ich mal davon aus, dass dieser Mischverkehr zwischen S-Bahn und Fernverkehr, also sprich den Güterzügen hier zum Tanklager, dann wahrscheinlich erst, ja, ich würde mal sagen, vielleicht in den Sommerferien aufgelöst wird. Aber wie ihr sehen könnt, hier ist nichts passiert. Interessant ist aber, das Gleis zum Tanklager ist, also das Zufahrgleis ist recht lang. Also gehe ich mal davon aus, da auch das gesamte Zwei-Wege-Gerümpel aus dem Gleis raus ist, dass die Woche hier vielleicht doch noch ein Kesselwagenzug gewesen ist. Und ich werde euch jetzt hier nochmal vom Kamenzer Damm die andere Seite zeigen. Und dann geht's vor bis zur Attila-Straße. So, das ist dann hier nochmal ein Blick vom Kamenzer Damm aus Richtung Süden. Im Hintergrund könnt ihr ja das Baufeld sehen.
rund um den Bahnhof Marienfelde. Da ist natürlich noch reichlich zu tun, als wie auch hier auf der Trasse. Hier hat man weiter Sand angefahren, den planiert und teilweise, wie ihr sehen könnt, jetzt auch schon verdichtet. Mehr hat sich aber südlich der Brücke hier nichts getan, wie ihr sehen könnt. Also hier ist dann alles noch beim Alten geblieben. Und ja, das war's dann erstmal hier vom Kamenzerdamm. Nächste Haltestelle für mich ist dann der S-Bahnhof Attila-Straße. So, hier bin ich jetzt ein Haus weitergefahren, nämlich Bahnbrücke Attila-Straße. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier hat man noch ordentlich freigebuddelt. Das, was hier in dem Raum für das neue Brückenwiderlager drinne liegt, wird sicherlich das sein, was noch am Montag, also jetzt nächste Woche, ausgebaggert wird, weil da ist noch reichlich Bauschutt etc. drinne. Des Weiteren muss ja auch diese Mauerwerkskante, die dort im Bild ist, dann noch gerade runtergeführt werden. Die kann ja nicht so windschief bleiben, wie sie jetzt ist. Und Gleiches wird natürlich dann auch auf der Seite passieren, aber da denke ich mal, wird man den Abriss erst starten, wenn man die andere Brückenhälfte mitnimmt. Das heißt also, das Brückenwiderlager wird da wahrscheinlich dann neben der Wand aufgebaut, während es sich auf der anderen Seite dann wahrscheinlich an die Wand direkt anschließen wird. Ja, das ist soweit jetzt erstmal hier ein Blick auf das südliche Brückenwiderlager. So, hier ist ein Blick dann auf der nördlichen Seite auf diese Deckenplatte, die praktisch das Fußgängerbauwerk aufnimmt, beziehungsweise dieses Restaurant, was hier gewesen ist. Hier hat man jetzt die Markierung 1 bis ja, 16 sieht das aus, aufgebracht. Jeweils denke ich mal, dass das Meterschritte sein wird. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben, aber für mich sieht das aus, als wären das irgendwelche Sägemarkierungen, wo man dann ja dieser Platte dann auch noch irgendwie ja, zu Leibe rücken wird, muss. Keine Ahnung. So, und hier ist dann mal ein Blick auf den Abzweig, beziehungsweise diese doppelte Gleiswechselstelle, die hier aufgebaut wurde und eingebaut wurde. Ja, hier ruht auch still der See. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, dass die Vollsperrung, so wie es für mich aussieht, nur gemacht haben, um das Brückengerüst in der Buckower Chaussee aufzubauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, das hätte man auch irgendwie sicherlich anders ja, lösen können. Denn hier ist auch nichts zu sehen von irgendwelchen Arbeiten, selbst hinten in der Dresdner Bahn. Das sind diese beiden Gleise, die im Gleisbogen nach rechts weggehen, hat sich nichts getan. Da ruht auch still der See und oberhalb der Lärmschutzwand könnt ihr ja da von dieser fahrbaren Arbeitsbühne, die in der Buckower Chaussee unten gewesen ist, sehen, dass die jetzt auch wieder hier steht. Aber wie gesagt, ja, ich hatte mir während der Vollsperrung eigentlich mehr ja, versprochen. Irgendwie, es kann natürlich auch sein, dass die am Unterwerk hier hinten, was ja am Priesterweg da ist, dieses neue Unterwerk, dass die das jetzt irgendwie angeklemmt haben, aber nichts Genaues weiß ich in der Hinsicht da auch nichts. Ja,
Das war's dann erstmal mit diesem Update auf der Dresdner Bahn, wo sich de facto eigentlich ja fast nichts getan hat. Außerdem Beginn der Gleisbauarbeiten an der Fernbahn Richtung Schichauweg bzw. der Brückenträgersetzung in Buckower Chaussee. Aber alles andere ist ja hier Stillruht der See gewesen, mehr oder weniger. Ja, dann macht's also gut, haut rein und bis demnächst in diesem Kino.